So, das kommt natürlich alles nochmal weg hier. Komm, weg, weg, weg. Und hier machen wir mal einfach den hier, den hier, den hier, den hier, den hier, den hier, den hier. Eieieiei, wer denkt sich nur so eine Scheiße aus, möchte ich mal wissen. Vor allem das gleiche hatten wir doch auch schon bei der Erntemaschine. Genau den gleichen falschen Denkansatz, oder? Wenn ich mich dran erinnere. So. Was geht denn schneller, das oder das? Geht beides gleich schnell. Komm, ich nehme die Spitzhacke, die ist eh weniger. Ach, das, ich bin immer noch da auf der Axt. Geht trotzdem gleich schnell. Komm, dann mach ich die Axt weg. Ist mir auch gerade ganz egal. So, die Sticky Pistons können wir uns nämlich sparen. Stattdessen klatsche ich... Ach Mist, klatsche ich hier nochmal Erde rein. Wie viel Erde haben wir dabei? 26 ist natürlich nicht viel. Okay, wir brauchen zuerst Erde. Dschungelbäume haben wir. Aber nicht genug. Mist habe ich in der Monsterfalle gelassen. Sand kann ich ablegen. Erde, Dschungelbäume. Okay. Immer noch im Baumodus. Und danach, wenn wir das hier einigermaßen hingekriegt haben, würde ich sagen, machen wir nochmal eine kleine Au! Fuck! Machen wir eine kleine Monsterrunde. Oder überhaupt eine kleine Rohstoffrunde. Ich würde auch gerne Diamanten sammeln. Endlich mal Diamantenrüstung, pipapo. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf die Pirsch, würde ich sagen. So, jetzt haben wir hier Sand. Den Sand tun wir zurück hier in die Kiste. 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 Glas können wir eigentlich hier hin machen. Dann machen wir einfach eine Reihe mit Glas. Haben wir Glas zufällig noch dabei? Nee, den haben wir unten abgelegt. So, dann passt hier auch viel mehr Sand rein. Hier mache ich mal die Treppen, mache ich mal in die Mitte. Die Sandstone dahin. Sandstone Slabs haben wir keine dabei. 64 Holz und Holztreppen. Kakaobohnen. 16 Sticky Pistons, die werden wir gleich brauchen. Nicht alle, aber einige davon. Gravel hat man halt mit dabei. Eine Leiter werden wir, glaube ich, eher nicht brauchen. Okay, Sticks. Cobblestone werden wir auch nicht brauchen. Moment, Moment. Ach du Scheiße, wie kann man so viel Krempel haben? So, den Stone. Der müsste hier zu der Stone-Kiste kommen. Stone Brick, Stone Brick Stairs. Stone. Alles wieder ausmisten, alles wieder neu mitnehmen und dann mal schauen. Dschungelholz brauchen wir. Haben wir da vielleicht noch ein bisschen mehr direkt hier? Das wäre natürlich super praktisch. Naja, nicht wirklich. Alter, wieso ist das heute so laut? Wooden Slab, Oak Wood Slab. Ach so. Das sind natürlich noch die alten Wooden Slab. Und das hier ist direkt aus Eichenholz. Das ist nur aus Holz. Oak Wood Stairs haben wir dafür schon. Die werden wir dann auch nicht brauchen. Jungle Wood Planks haben wir hier noch. Okay, das kann ich erstmal hier lassen. Das werden wir gerade nicht brauchen, glaube ich. Okay, müsste gehen. Kakaobohnen haben wir genug. Ach ja, Erde brauchen wir natürlich noch. Ich bin natürlich gerade so ein bisschen beschränkt wieder. So, dann mal auf und dann müssen wir leider erstmal ein bisschen Erde klatschen gehen. Hups, wie immer. Was ist das hier eigentlich? So, dann ballern wir uns da mal hin. Und dann muss ich hier erstmal leider wieder alles zumachen. Alles zu. Okay, lass mich mal kurz überlegen. Hier ist Ditte.
Boah, das wird schwierig. Und überhaupt scheint ja gerade was falsch zu sein. Ich habe aber leider keine Spitzhacke dabei. Der Abfluss scheint falsch zu sein, weil das zu uns hinfließt. Das wird schwierig, weil ich müsste eigentlich, um es einfach zu halten, müsste ich die Kakaobohnenfarm über dem Abfluss der Hühnchenfarm anbringen. Das heißt, ich müsste zumindest noch 1, 2, 3, 4 in die Höhe gehen, was natürlich scheiße wäre. Es sei denn, ich mache die da oben drauf. Aber das wäre auch blöd eigentlich. Schon wieder Alan Wake übrigens im Hintergrund. Sehr geiler Soundtrack. Sehr, sehr geil einfach nur. Wie kriege ich die jetzt da rein? Das hätte ich mir vielleicht vorher mal überlegen müssen. Ach komm, ich hau hier einfach mal den Stein hier mal weg. Ich brauche auf jeden Fall auch noch eine Spitzhacke, eine neue. Na los! Ach, guck mal, da dürfte nämlich eigentlich gar nicht... So, da haben wir es repariert. So, jetzt... Nein, ich will die Eier nicht. Lass mich in Ruhe. Jetzt werde ich hier gerade mit Eiern zugeschmissen. So, da, so muss es richtig sein. Ich glaube, da hat ein Enderman wieder geklaut. Und dann müssen wir mal gucken. Ach doch, jetzt könnte es ja klappen eigentlich. Ich sag mal so, wenn das jetzt die Höhe ist... Dann können wir hier eigentlich alles... ich mach den gerade nochmal... Nee, pass auf, ich mach mir jetzt eine Spitzhacke. Auch wenn sie aus Stein ist, ist mir egal. Hab wieder vergessen, Silber mitzunehmen. Boah, der Soundtrack ist so geil. Hab ich Kobbel? Ja, Kobbel habe ich noch. Zack, zack, zack. Ist mir jetzt egal, dann haben wir eben so eine krude Spitzhacke. So... Ja, dann dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Das müsste gehen eigentlich. Dann dürfte das nicht in der Tiefe sein. Sondern müsste ich mit der Plantage auf diese Höhe gehen, sodass wir direkt ebenerdig starten. Und dann fließt das da quasi da rein ab. Könnte funktionieren. Okay, pass auf. Ich probiere da mal einfach... Ich mache hier einfach mal so ein bisschen was erstmal. Wir haben eh noch nicht so viele Dschungelhölzer dabei. Da baue ich jetzt... Ach, Alter, jetzt haben wir alles so schön rausgerissen. Muss ich alles wieder zubauen. Das ist doch ein Elend. So, tut mir furchtbar leid, wenn wir das jetzt machen müssen. Aber ich fürchte, es geht nicht anders. Nee, halt, da kann ich nicht lang. Nee, halt, hier sowieso nicht. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich bin gerade nebenbei am Überlegen, ne? Nicht wundern, wie man das am besten macht. So, wie viel haben wir hier? 1, 2, boah, ich kann das gar nicht erkennen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann hätten wir hier quasi zwei Reihen. Also der Abfluss ist ja egal, der kann ja erstmal so bleiben, wie er fröhlich ist. Dann kommt hier ein Eimer Wasser rein, dann kommt da ein Eimer Wasser rein, dann wird das direkt hier in den Abfluss mit rein transportiert.
Hier wird es aber schon wieder ein bisschen eng oben. Aber das macht ja eigentlich gar nichts. Huh. Okay, warte mal. Jetzt lass mich mal... Boah, ich muss gerade mal ein bisschen Gehirnschmalz hier aktivieren. Wir haben Tropenbäume. Ich mache das jetzt irgendwie ganz anders, als ich das überhaupt machen wollte. Wir haben Tropenbäume. Und diese Tropenbäume, da können wir eigentlich bis hier gehen. Grübel. Scheiße. Ich bin gerade so ein bisschen raus hier. Gedankenmäßig. Theoretisch müsste das ab hier gehen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Und hier müsste eigentlich noch hier der letzte, ist ja die letzte Reihe, dadurch müssten das 8 sein, auf den oberen müssten 7 sein. Dann sparen wir uns den ganzen Kladderadatsch hier unten mit Leiter bauen und all so ein Scheiß mit irgendwelchen Tricksies. So, hier kommt 2, dann ist hier quasi der nächste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir eh nur noch 6 übrig. Das ist natürlich nicht so viel. So, das Blöde ist nur, wenn ich jetzt hier... Ach Mist, ich muss noch einen höher gehen. Das ist ja ätzend. Ich kann keinen mehr höher gehen. Nee, das geht auch nicht. Ich überlege gerade, ob ich hier einen Wassertransport auf der gleichen Ebene mache kann. Geht aber leider auch nicht. So, hier kommen einfach ganz normal. Hier kommt ganz normal die Erde hin. Hier normalerweise auch. So. Dann hier wird die Erde wieder weggeruppt. Und dann müsste eigentlich ab hier vorne... Vielleicht reicht es ja auch einfach mal 2 Reihen machen. Und hier vielleicht was ganz anderes hin oder so. Vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Zuckerrohrfarm. Oder irgendwie sowas. Aber dann, das wird zu viel, glaube ich auch. So, pass mal auf. Jetzt mache ich das mal so. Jetzt müsste die nächste Reihe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier theoretisch noch ein siebtes Ding. Das würde dann quasi hier runtergehen. Und dann würde hier in der Mitte würde der Wasserstrahl durchrauschen. Ich kann ja schon mal lustigerweise ein paar Kakaobohnen aufhängen. Die Lampions. So, lalalalalalalala. Hier unten brauchen wir eigentlich noch Fackeln. Die können wir sogar auf die Baumstämme drauf machen. Dann wächst nämlich der Kakao schneller. So. Das Problem ist nur, dass wir hier jetzt ebenerdig sind. Ich müsste da hinten eigentlich noch einen in die Tiefe und das geht leider nicht. Weil wir hier leider genau anecken. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Wir müssten also theoretisch noch einen nach oben gehen. Das wird platzmäßig natürlich ein bisschen eng. Wäre aber machbar. Wir müssten ja eigentlich nicht auf den Baumstämmen rumlaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, wir werden alles nochmal einen anheben müssen. Huch.
Dann kommen wir nämlich mit dem Feld genau hin. Dann haben wir nämlich genau... Bis hierhin haben wir dann die Möglichkeit. Hier fließt das Wasser 8 Felder ab. Ich glaube, wir werden alles nochmal einen in die Höhe bauen. Das tut mir natürlich furchtbar leid. Aber das kommt vor. So, pass auf. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück, hole mehr Dschungelholz und rücke gleich den Kopfhörer ein bisschen zurecht, weil der mir gerade arge Kopfschmerzen bereitet. So, ich hoffe, jetzt geht's wieder einigermaßen. Und ich hole mal eben das Dschungelholz aus der Monsterfalle. Ach ja. Was ist das da hinten am Himmel? Hä, da war doch gerade noch was am Himmel. Ach, das ist vom Leuchtturm irgendwie die Spitze, die einfach freischwebend da rumhängt. Na gut, pass auf, dann gehen wir jetzt mal eben in die Monsterfalle, wir holen uns das restliche Tropenholz, dann versetzen wir den ganzen Scheiß mal einen nach oben. Das tut mir zwar sehr leid, dass wir das machen müssen, aber was soll's. Das passiert, wenn man nicht vorplant. Oder zumindest nicht haargenau vorplant. Ein bisschen habe ich natürlich schon probiert, aber natürlich nicht haargenau, sondern nur ganz grob. Deswegen war ich mit dem Wasserabfluss auch zuerst gar nicht sicher, ob das überhaupt hinhauen würde. So, ich wollte hier noch kurz das Tropenholz holen. So, Tropenholz 35, das wird hoffentlich ein bisschen reichen. Notfalls holen wir uns noch mehr. So, jetzt wieder hier raus. Muss mal gucken, war die Arena vielleicht, ob die Meere Zungen kriegt. Vielleicht noch irgendwie andere, nicht nur den einen durch den Wasserfall. Das wäre interessant gewesen bei so einer versteckten Bude irgendwie, aber bei einer Arena ist es irgendwie ironisch. Es sei denn, es ist eine illegale Kampfwetten-Arena. Hm. Da kann man Rainer Kallmund gegen irgendwas antreten lassen. Gegen Günther Strack zum Beispiel. Das wäre mal ein Kampf. Natürlich mit viel Bodylotion und so. So. Ich habe übrigens noch ein anderes Thema. Vor dem drücke ich mich die ganze Zeit ein bisschen. Das wurde vorgeschlagen. Und das Thema lautet... Ist ein total spaßiges Thema und es lautet... Hast du Angst vor dem Tod? Aua. Wie man sieht, nicht. Nee, aber das ist so ein Thema, weiß ich gar nicht. Das sind immer so Themen fürs Let's Play, die natürlich schön schwerwiegend sind, aber dann doch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Jetzt muss ich wieder hier raus. Aus dem Grunde, weil das sind ja jetzt nicht so positive Themen, weißt du? Ich bin ja eigentlich meistens nur, wenn man es mal genau nimmt, bin ich viel am Meckern eigentlich im Let's Play. So über Werbung, über weiß ich nicht was, komische Sitten. Über Leute, die sich nicht trauen, das Wort Juden zu sagen. Über Hustensöhne. Über... Naja, allgemein so. Ganz komisch. Kommt mir vor, als würde ich ja mein eigenes Blog führen. In Sprachform. Quasi wie ein Vlog. Und das als Minecraft-Let's Play tarnen. Könnte was dran sein. So, pass auf. Jetzt mache ich das folgendermaßen. Ich hoffe, das wird funktionieren. Von hier natürlich nicht. Ich mache hier mal eben ein Erde hin. Kriege ich das von da gestemmt? Nein, natürlich nicht. Scheißendreck. Ach, fliegen kann ich auch nicht. Mist.